In diesem Video zeige ich dir den einfachsten Weg, um direkt Fett zu verlieren. Eine Methode, die du sofort nach dem Anschauen des Videos umsetzen kannst. Mein Ziel ist es, dir einfache und effektive Strategien an die Hand zu geben, die nicht nur funktionieren, sondern auch Spaß machen, damit du langfristig dran bleibst und richtig gute Ergebnisse erzielst. Ich bin Lukas, diplomierter Personal Trainer und Health Coach, und ich helfe Menschen dabei, ihre absolute Bestform zu erreichen und diese auch langfristig zu halten. Denn eins ist klar, sich in seinem Körper wohlzufühlen und gesund zu sein, ist das Wichtigste. Wenn die Gesundheit fehlt, dann bleibt uns oft nur noch ein Wunsch, und zwar wieder gesund zu werden. Und genau deshalb ist es auch meine Mission, dir zu zeigen, wie du nachhaltig gesund bleibst, deine Bestform erreichst und dabei noch Fett verlierst. Also lass uns direkt loslegen. Wenn dir das Video gefällt, gib gerne einen Daumen nach oben und abonniere den Kanal, damit du keine weiteren Videos mehr verpasst. Um Körperfett zu verlieren, führt nun mal kein Weg an einem Kaloriendefizit vorbei. Das bedeutet, dass du weniger Kalorien zu dir nehmen musst, als du verbrennst. Ich könnte jetzt auch einfach sagen, dass ein Defizit von 300 bis maximal 1000 Kalorien pro Tag ausreicht, um abzunehmen. Doch viel wichtiger ist es, Routinen zu entwickeln, mit denen du dieses Defizit erreichst, ohne dich dabei stark einzuschränken oder auf alles verzichten zu müssen. Die beste Abnehmstrategie ist daher simpel, alltagstauglich und fühlt sich noch dazu nicht wie eine Diät an. So bleibt nämlich der Spaß erhalten und der Erfolg kommt von ganz alleine. Grundsätzlich gibt es drei Möglichkeiten, ein Kaloriendefizit zu erreichen. Erstens, du isst einfach weniger. Das mag jetzt fürs Abnehmen vielleicht reichen, aber ohne Krafttraining verlierst du dabei eher Muskulatur statt Fett. Zweitens, du erhöhst deine tägliche Aktivität, um einfach ein Defizit zu schaffen. Und drittens, das ist übrigens meine Empfehlung, kombinierst du beides. Weniger essen bzw. eher die richtige Lebensmittelauswahl und dann einfach deine tägliche Aktivität steigern. Mit den folgenden Routinen, die wir jetzt gleich durchgehen, gelingt dir das ganz einfach mit Sicherheit. Der erste entscheidende Schritt, der dir effektiv beim Abnehmen hilft, ist Krafttraining. Krafttraining ist weit mehr als nur eine Methode, um Muskeln aufzubauen. Es ist ein ganzheitlicher Ansatz, der zahlreiche gesundheitliche Vorteile mit sich bringt. Ich empfehle dir, mindestens 2 bis 3 Einheiten pro Woche in deinen Trainingsplan zu integrieren. Kann natürlich auch gerne mehr sein. Krafttraining ist generell jetzt nicht nur super, um Muskeln aufzubauen, sondern stärkt zum Beispiel auch deine Knochendichte, senkt daher das Risiko für Osteoporose, ist allgemein sehr gesundheitsfördernd und würde ich prinzipiell wirklich jedem empfehlen. Der langfristige Vorteil von mehr Muskelmasse liegt in der Tatsache, dass Muskeln ein stoffwechselaktives Gewebe sind. Das bedeutet, je mehr Muskeln du hast, desto mehr Kalorien verbrennt dein Körper, und zwar nicht nur während des Trainings, sondern auch im Ruhezustand. Dein täglicher Grundumsatz, also die Menge an Kalorien, die dein Körper benötigt, um grundlegende Funktionen aufrechtzuerhalten, steigt an. Das ist somit eine Win-Win-Situation. Du fühlst dich wohler, siehst optisch besser aus, hast vermutlich auch mehr Selbstbewusstsein, beziehungsweise dein Auftreten verändert sich ganz einfach und zudem verbrennst du automatisch mehr Kalorien pro Tag. Ein weiterer entscheidender Grund, warum ich Krafttraining jeden ans Herz lege, der abnehmen möchte, ist der Schutz deiner Muskulatur während des Kaloriendefizits. Wenn du jetzt abnehmen willst, führt kein Weg an einem Defizit vorbei. Du musst weniger Kalorien zu dir nehmen, als du verbrennst. Aber wenn du gleichzeitig keinen gezielten Muskelreiz durchs Krafttraining setzt, garantiere ich dir, ist das erste, was du abnimmst, immer Muskulatur und nicht Fett. Und dann bist du vielleicht in der Diät zwar 5 Kilo leichter geworden, das sieht jetzt vielleicht auf der Waage optisch ganz schön aus, aber nicht im Spiegelbild. Nicht dein Körperfett hat sich verringert, sondern du hast leider nur Muskeln abgebaut und das gewünschte Bauchfett ist leider immer noch geblieben. Und den Look, den du dann erhältst, den nennt man heutzutage eben auch oft Skinny Fett. Also gib dem Körper den Reiz, den er benötigt, damit du nur Fett verlierst. Bei 3x Krafttraining, gerade als Anfänger, kann ich dir wirklich einen einfachen Ganzkörperplan empfehlen. Hierzu kommt auch demnächst ein Video auf meinem Kanal, also unbedingt den Kanal direkt mal abonnieren. Ansonsten eignet sich auch ein Oberkörper- und Unterkörpersplit perfekt. Als Mann kann man dann zum Beispiel den Oberkörper mit 2 Einheiten pro Woche und einer Beineinheit trainieren und dementsprechend den Oberkörper priorisieren und als Frau gerne den Unterkörper mit 2 Unterkörpereinheiten und einer Oberkörpereinheit. Das passt wirklich perfekt. Das heißt, das erste To-Do für dich auf deinem Weg zum Fettverlust ist die Integration von regelmäßigen Krafttraining in deinen Alltag. Es bietet dir jetzt nicht nur die Möglichkeit, Fett zu verlieren, sondern auch deine Gesundheit nachhaltig zu verbessern. Also mach Krafttraining zu einem festen Bestandteil deines Lebens und du wirst die positiven Effekte schnell spüren. Kommen wir
direkt zum zweiten, ebenso sehr einfachen Punkt, der deinen Fettverlust unterstützt, und zwar deine täglichen Schritte. Es gibt jetzt kaum eine unkompliziertere Methode, um deinen Kalorienverbrauch zu steigern, als wie regelmäßig an die frische Luft zu gehen und Schritte zu sammeln. Bewegung im Alltag ist ein wahres Wundermittel, ohne jetzt großen Aufwand und ohne die Anstrengung eines intensiven Cardio-Workouts. Wenn du täglich etwa 10.000 Schritte machst, kannst du je nach Körpergröße und Gewicht natürlich 400 bis 600 Kalorien zusätzlich verbrennen. Und das Beste daran, es ist nicht mal besonders anstrengend, wie bereits schon gesagt. Viele meiner Kunden kommen auch immer wieder zu mir und sagen, sie wollen jetzt keine intensiven Cardio-Trainings, weil es ihnen einfach zu anstrengend, zu mühsam ist, sich da am Laufband abzurackern oder am Rad. Aber dabei muss Bewegung nicht immer schweißtreibend sein. Ein entspannter Spaziergang kann schon ausreichen, um deinen Kalorienverbrauch zu erhöhen. Während du gehst, kannst du noch dazu einen Podcast hören oder einfach mal nur ganz präsent im Moment sein, ohne irgendwelche Ablenkungen. Das tut heutzutage eh auch schon mal gut und danach kann man wieder anders reinstarten. Das heißt, das nächste To-Do für dich lautet ab sofort 8.000 bis 10.000 Schritte pro Tag. Wenn du deinen Kalorienverbrauch weiter steigern möchtest, kannst du natürlich auch die Schrittezahl auf bis zu 15.000 Schritte täglich erhöhen. Je mehr du dich bewegst, desto mehr Kalorien verbrennst du und desto mehr kannst du auch essen, ohne zuzunehmen. Das ist immer irgendwo so ein Spiel. Diese Flexibilität ist individuell anpassbar. Jeder hat natürlich irgendwo die eigene Balance zwischen Essen, aber auch Aktivität. Vielleicht ganz passend, ich habe dazu einen interessanten Podcast erst vor kurzem gehört, und zwar mit Ross Edgley. Und das ist einfach der Typ, der England umschwommen hat, also richtig krass, riesen Respekt generell vor den ganzen Leistungen. Auf jeden Fall ging es jetzt um Kalorien und wie er am liebsten wieder Fett verliert, weil er sich auch für Challenges bewusst Fett anisst. Und er meinte, er startet seinen Tag am liebsten mit 10 bis 15 Kilometer Schwimmen und verbrennt dadurch direkt in der Früh 3.000 bis 5.000 Kalorien und kann den restlichen Tag essen, was er will, und ist dann sowieso im Defizit, weil er einfach Essen liebt und für ihn das die beste Diätform ist, oder ein Kaloriendefizit zu erreichen. Vor allem Cheesecake und andere Sachen, auf die er nicht verzichten möchte. Ist jetzt natürlich ein extremes Beispiel, aber ich denke, es passt jetzt ganz gut zufällig zum Kontext. Entweder weniger essen und dafür fauler rund ums Training, also ums Krafttraining herum sein, oder die Aktivität dementsprechend nach oben schrauben. Wenn wir jetzt schon bei Kalorien sind, hätte ich gesagt, setzen wir direkt fort mit dem dritten Punkt, und zwar deine Ernährung. Die Ernährung ist zweifellos ein zentraler Faktor, wenn es darum geht, Fett zu verlieren. Sie bestimmt maßgeblich, wie viel Kalorien wir täglich aufnehmen und damit eben, ob wir, wie schon gesagt, im Kaloriendefizit sind und tatsächlich Fett verlieren. Und es gibt jetzt auch etliche Ernährungsformen da draußen. Jeder predigt irgendwo was anderes und viele davon können durchaus funktionieren und haben auch ihre Berechtigung. Aber was wirklich zählt, sind umsetzbare Strategien, die in deinen Alltag passen. Deshalb möchte ich dir einige praktische Tipps geben, die du sofort anwenden kannst. Lass uns mit den Makronährstoffen beginnen. Und wie ich dir empfehle, sie in deiner Ernährung zu nutzen. Proteine, die spielen eine Schlüsselrolle. Und zwar aus drei wichtigen Gründen. Erstens sind Proteine die Bausteine deiner Muskulatur. Ohne ausreichend Protein, keine Muskeln, schon mal schlecht. Zweitens haben Proteine die höchste Sättigungswirkung im Vergleich zu den anderen Makronährstoffen. Das hilft dir, länger satt zu bleiben und Heißhungerattacken zu vermeiden. Und drittens profitieren wir von dem sogenannten Thermic Effect of Food, also dem thermischen Effekt der Nahrungsmittelaufnahme. Was bedeutet das jetzt? Dass etwa 20-30% der Kalorien, die durch Proteine zu dir nimmst, direkt durch den Verdauungsprozess wieder verbrannt werden. Bei 100 Kalorien aus Protein bleiben also realistisch betrachtet nur 70-80 Kalorien übrig. Das ist jetzt ein sehr cleverer Trick, um dein Kaloriendefizit zu optimieren. Ich empfehle in der Diät eine Proteinzufuhr von 2 bis 2,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Wenn du noch mehr Details zu so genauen Mengenangaben brauchst, worauf du spezifisch achten solltest, dann habe ich bereits mehrere Videos dazu gemacht. Check die gerne mal ab, aber hier geht es jetzt vor allem um sofort umsetzbare Tipps, ohne dabei jetzt irgendwas zwingend großartig tracken zu müssen, sondern einfach Flexibilität ohne Verzicht. Sorge dafür daher, dass du bei jeder Mahlzeit Protein mit dabei hast. Ich würde 3 bis 5 Protein-Mahlzeiten pro Tag empfehlen. Gestalte deine Mahlzeiten bunt und vielfältig. Das hilft dir automatisch, ausreichend Gemüse und Obst zu integrieren. Vermeide noch dazu leere Kalorien aus Süßgetränken und Fastfood, da sie einfach nur viele Kalorien liefern, aber nur wenig Nährwerte bieten. Ersetze zuckerhaltige Getränke durch kalorienfreie Alternativen wie Wasser oder Zero-Getränke. Ich weiß, die Realität, die sieht am Wochenende oder am Ende des Tages manchmal anders aus, wenn man zum Beispiel mit Freunden unterwegs ist. Soziales Leben super wichtig, gehört auch dazu, soll auch so sein. Folge
Beispiel, man ist unterwegs, geht essen und hat dann nicht die super cleane Lebensmittelauswahl. Es gibt aber immer Möglichkeiten. Entweder zum Beispiel direkt bei der Restaurantauswahl mitbestimmen, wie zum Beispiel einen Italiener. Da können sich die anderen noch immer eine Salami-Pizza, ein Tiramisu nehmen und du nimmst dann vielleicht eben nur ein Carpaccio und sagst bewusst dazu, bitte mit weniger Öl oder dieses separat servieren oder einen Salat mit Hühnerschreif. Oder denke auch nicht immer in schwarz oder weiß. Wenn jetzt mal eine Mahlzeit mal nicht perfekt war, dann ist das nicht der Weltuntergang. Legt die Ausgangslage für solche Tage einfach schon davor gut. Ihr wisst, dass ihr essen geht. Deckt eure Proteine mit einem Shake oder eben nur Skier mit Beeren. Spart dann eben die Fette unterwegs, weil die kommen sowieso beim Auswärtsessen immer rein. Apropos Fette, die würde ich eher niedrig halten, weil mit 9 Kalorien pro Gramm haben sie eher die höchste Energiedichte, spielen aber auch eine wesentliche Rolle für Stoffwechsel und Hormonprozesse. Fette komplett zu streichen in deiner Diät wäre jetzt vielleicht einfach, aber nicht sinnvoll. Ich empfehle auf jeden Fall, die irgendwo bei 0,6 bis 0,8 Gramm pro Kilogramm im Idealfall pro Körpergewicht zu halten. Aber jetzt nochmal zum Abschluss, schau, dass du bei jeder Mahlzeit Protein hast, gestalte deine Mahlzeiten bunt mit Obst und Gemüse, füge gesunde Kohlenhydratquellen wie Haferflocken oder Kartoffeln hinzu, paar gesunde Fette mit Bedacht und dann passt das. Wichtig, dass du ein Defizit erreichst, war jetzt auch sehr viel zur Ernährung. Aber wenn du mit Sicherheit garantiert deine Bestform mit meiner Unterstützung erreichen möchtest, dann check den Link unten zu meinem 101-Coaching, wo ich dich wirklich von A bis Z zu deiner absoluten Bestform begleite. Abschließend sind jetzt noch 2 sehr einfache Schritte zur Umsetzung offen. Erstens, sehr simpel, ausreichend zu trinken. Hydration ist so einfach zum Umsetzen und noch dazu absolut wichtig. Genau wären es jetzt 30 bis 40 Milliliter pro Kilogramm oder als grober Richtwert 2 bis 3 Liter und nochmal 1 Liter zusätzlich beim Sport. Denn auch dein Körper muss das Wasser irgendwo verarbeiten und verbrennt dadurch durch diesen Prozess wieder Kalorien. Auch wenn es jetzt nicht super viel ist am Ende des Tages, aber mehrere solche Kleinigkeiten machen schlussendlich den Unterschied. Und es muss nicht kompliziert sein, sondern einfach nur funktionieren. Und schon beim letzten Punkt, und zwar deine Regeneration bzw. dein Schlaf. Wenn du im Defizit bist bzw. abnimmst, ist deine verfügbare Energie nochmal beschränkter. Und im Schlaf schlussendlich regenerieren wir, schütten Wachstumshormone aus und darum sollte gerade dieser während deiner Diät auch fokussiert werden. Ich würde dir auf jeden Fall 7 bis 9 Stunden empfehlen. Für mich persönlich sind 8 Stunden perfekt. Nimm dir wirklich die Zeit zu ruhen, entwickle eine Routine am besten am Abend mit Lesen, kein Blaulicht, damit du auch einfach runterkommst und entspannen kannst und dann dementsprechend von den Benefits von qualitativem Schlaf profitierst und das Maximum herausholst. Und das waren jetzt schon in Summe 5 Punkte, die leicht und für dich wirklich sofort zum Umsetzen sind. Krafttraining, Schritte erhöhen, die Ernährung leicht durch die genannten Routinen anpassen, ausreichend trinken und umso besser regenerieren und schlafen. Diese Steps einfach mal umsetzen und ich garantiere dir, dann klappt das mit einem schnellen, aber doch sehr einfachen Fettverlust in der Umsetzung. Und falls es noch Fragen gibt, schreibst du mir am besten eine DM direkt auf Instagram. Schaut bei Vasports vorbei, wenn ihr mich supporten wollt. Dort bekommt ihr immer minus 10% on top mit Code Lukas10, auch on top auf Wochenaktion. Also check die Links unten in der Videobeschreibung. Dort findest du auch die Anfrage zu meinem 101-Coaching, wo ich dich am Weg zu deiner absoluten Bestform unterstütze. Ich hoffe somit, das Video hat dir gefallen. Daumen nach oben und ein Abo nicht vergessen und dann sehen wir uns auch schon bald zu einem neuen Video. Macht's gut, verfolgt wie immer eure Ziele. Bis zum nächsten Video.